So, jetzt hier ganz lässig um die Kurve und kaputt. Nein! Herzlich willkommen zu Schleswig-Holstein, 18 Uhr aus der Werkkunstschule in Flensburg. Wir sind im ersten Lehrjahr Holzbildhauerei und Finja lernt Holzbildhauer. Moin! Hallo. Das war schon mal schlecht? Ja. Okay. Eigentlich müsste man sowas hinkriegen, wenn man im ersten Lehrjahr sich behaupten will. Ja, das sind Dreieckskerben, die machen wir als erstes, wenn wir hier ankommen und die Eisen scharf haben. Okay. Das stechen wir vor, aha, um die Fasern zu trennen. Und dann müssen wir in Faserrichtung das da rausstechen. Wenn man auch nur das zweite Lehrjahr fertig hat, dann ist man schon in der Lage, oder muss man vielmehr in der Lage sein, schon so etwas Kunstvolles hinzukriegen. Wobei Kunst eigentlich das falsche Stichwort ist, denn es wird hier als ein Handwerk unterrichtet. Und man muss auch, das gehört zur Wahrheit, dazu sagen, dass es ein Handwerk ist, was nicht zwingend goldenen Boden unter sich hat. Also man findet damit nicht automatisch eine Karriere. Was sind deine persönlichen Entwürfe? Ich möchte damit ans Theater, an Bühnenplastiker werden. Wir wollen uns jetzt nochmal anschauen, was auch noch im ersten Lehrjahr nämlich vorkommt. Das sind viele verschiedene Sachen. Es geht um Schriften, es geht um Ornamentik. Und bei Christina können wir einmal zugucken, wie eine spezielle Schriftart erlernt wird. Was ist das? Das ist die Capitalis. Die haben wir als dritte Schrift gelernt. Die stammt aus dem Römischen Reich. Und ja, die schnitzen wir jetzt einmal vertieft. Das gibt es aber auch noch erhaben. Okay. Schwer? Also schon schwieriger als die Dreieckskerben. Weil die ich schon versagt habe eben. Das Feingefühl, das entwickelt man auch ganz schnell. Wie ist der persönliche Lebensentwurf hier? Ja, also studieren möchte ich auf jeden Fall noch. Okay. Und ja, in welche Richtung ist noch nicht so ganz sicher. Entweder Kunst oder Design oder vielleicht noch eine ganz andere Ausbildung. Also ist noch sehr offen. Also alles sehr, sehr individuell. Es gibt da keinen vorgeschriebenen Weg. Deswegen muss ihn jeder finden. Auch Julian wird das tun müssen. Hi. Hi, ja. Irgendwelche Ideen schon? Ja, ich möchte später mich mit einem Zimmereibetrieb selbstständig machen. Okay. Und das wird so in Richtung Altbau, Restaurierung und Museumsbau gehen. Okay. Deswegen mache ich das ja auch mit der Holzbildhauerei, weil das halt nicht mehr gemacht wird und an vielen alten Häusern eigentlich üblich war. So, ne? Okay. Und das kann ich auch nochmal zeigen. Erstmal muss ich hier nochmal ein bisschen mehr die Form festlegen. Herr Siegmund! Wir wollen einmal mit deinem Lehrer darüber sprechen, wie gut er sich da schlägt. Och, das macht er schon ganz gut. Also haben Sie schon mal handwerklich gut vorbereitet, aber man muss Sie ja auch, wenn Sie hier ankommen, darauf vorbereiten, dass das nicht eine automatische Karriere nach sich zieht. Wie machen Sie das? Nein, das zieht keine automatische Karriere nach sich. Ganz im Gegenteil, in der Aufnahmeprüfung, die machen wir, wenn wir zu viele Bewerber haben, ist es so, dass wir den Schülern deutlich sagen, dass es eigentlich ja, relativ wenig Zukunft gibt. Zumindest gibt es keine Übernahme. Wir sind kein Betrieb. Ja, wir bilden aus und danach muss jeder gucken, was er damit machen möchte. Möglichst frühzeitig. Wo geht's hin nach der Ausbildung? Also erstmal wandern. Vielleicht auf dem Jakobsweg. Und dann ist das da hilfreich, wenn man mit Holz arbeiten kann? Ich möchte eigentlich nicht in dem Bereich weitermachen. Das ist interessant, wenn man das im ersten Lehrjahr schon weiß. Ja, also ich mache das persönlich nur als Hobby. Ich weiß nicht, ich interessiere mich schon immer für Holz, für alles, was künstlerisch auch irgendwie ist und was man da machen könnte. Und eigentlich freue ich mich schon auf nach der Ausbildung, die kann man nicht mehr machen. Erstmal ein Hobby zum Beruf in einem Beruf, der es gar nicht werden soll. Okay. Hat auch jemand anders so gemacht, ein sehr berühmter Absolvent dieser Schule, eigentlich der berühmteste. Es war ein gewisser Emil Hansen, der damals hier an einem Schreibtisch für einen sehr berühmten Dichter, Theodor Storm, geschnitzt hat. Emil Hansen ist aber nicht Emil Hansen geblieben, sondern hat später als Emil Nolde große Künstlerkarriere gemacht. So, und mit dieser eleganten Überleitung haben wir Sie heimlich mit nach draußen genommen und auch heimlich mit in den zweiten, in das zweite Lehrjahr. Und das hier ist ein Holzklotz noch, wird aber so eine Figur, wenn Aaron nämlich mit dem Holzklotz fertig ist. Moin, können wir kurz stören? Moin, klar. Vorher Tischler gelernt und jetzt die Holzbildhauer-Ausbildung als Update, um später ein total spezielles Angebot machen zu können, ja? Ja, genau. Ich habe vor, später Möbel zu bauen und Holzbildhauerei anbieten zu können. Also Möbel mit Schnitzereien zum Beispiel oder vielleicht auch mal eine Skulptur für einen Garten oder fürs Haus. Also ein konkreter Plan, da muss man eine Menge für üben, da geht eine Menge Holz bei durch. Und wenn wir einmal gucken, dann ist das hier das Lager, das Lehrmaterial. Ja? Also so viel geht in einem Jahr tatsächlich durch die Säge. Und im zweiten Lehrjahr muss man Folgendes drauf haben. Man muss korrekte anatomische Verhältnisse abbilden können. Wir sehen hier den kompletten zweiten Jahrgang. Nehmt mal runter, nehmt mal die Masken runter. Das ist echt witzig, sind genau diese Menschen. Und die Klasse war so freundlich, im Vorfeld des Besuchs auch mein Antlitz anatomisch korrekt abzubilden. Das wäre doch nicht nötig gewesen, Herr Schmidt-Osterloh.
Wahrscheinlich nicht, nein. Also was man daran schon sieht, ist echt irre. Es geht in die Dreidimensionalität, es geht in wirklich anatomisch Korrektes, wenn man hier mal drauf gucken will, und auch in dieses anatomisch Abstrahierte. Also da ist schon echt viel los. Also was sind das für Arbeitsschritte, die die jetzt lernen müssen? Das erste ist natürlich, dass ich den Mensch, das Menschenbild studiere und das umsetzen kann. Und wenn ich soweit bin, das plastisch darzustellen, dann kann ich auch hinterher die Verfremdungen, die Abstraktionen halt vornehmen. Ja. Und diese Entwicklung muss ich immer machen. Also ich muss erstmal die Natur studieren, das ist erst das Naturstudium, um sich dann weiterzuentwickeln und dann auch andere Formen oder Formen anders darzustellen, anders umzusetzen. Wir können ja mal eine fragen, die es gerade tun muss. Sarah, im Vergleich zu den Ornamenten oder den Schriftzügen, was ist das? Es ist um einiges schwerer, aber ich finde das persönlich auch interessanter. Dann ist das aber doch ein entscheidender Standortvorteil, weil ich weiß zum Beispiel, dass in der Automobilindustrie händeringend Leute gesucht werden, die so ein Vorstellungsvermögen haben, ein räumliches, und das müssen die auf jeden Fall lernen. Ja, also das ist ein kleines Segment, wo Leute gebraucht werden, die eben plastisch arbeiten können, also die ein Formverständnis haben, Formgefühl haben und das auch umsetzen können. Yeah. Aber eben, das ist ein Bereich Automobilindustrie, aber im Restaurierungsbereich, in der ganzen Gipsformerei, wo Plastiken hergestellt werden, überall da werden Bildhauer gebraucht, die dieses Vorstellungsvermögen haben und dieses Handwerk beherrschen halt. Ja, die das auch mit einem Mal hinkriegen, weil es gibt hier ja kein Control-Z, du kannst nichts rückgängig machen. Ne? Das ist wirklich, Leute machen etwas und das muss funktionieren. Das ist schwer beeindruckend, finde ich. Das ist natürlich auch das Schwierige an dem Werkstoff. Das heißt, wenn einmal es weggeschnitzt ist, gut, ich kann nochmal reparieren, ein bisschen ausgleichen, aber am besten nicht. Es sollte schon beim ersten Versuch klappen, das ist richtig. So, und im dritten Lehrjahr muss man nicht nur die ganz fetten Maschinen bedienen können, sondern man ist auch auf dem Filigran-Level ganz, ganz weit oben. Muss man auch sein, denn bald ist vorbei mit Ausbildung und dann geht's in die Arbeitswelt. Deswegen ist es hier mal ganz spannend zu fragen, was so die persönlichen Pläne sind. Das ist Simon, moin. Hallo. Ja? Einmal ein Blick auf das Werk, was auch dein Gesellenstück werden soll, ne? Ganz genau. Das ist jetzt quasi die Generalprobe. Das Schwerpunktthema momentan. Also drei Schwerpunktthemen haben wir halt eben im dritten Lehrjahr. Das ist jetzt mein Entwurf fürs Thema Mensch. Wenn man sich mal anguckt, was da an Dreidimensionalität drin steckt, dann kann einem schwindelig werden. Also mir auf jeden Fall. Das ist schon hohe Kunst, oder? Oder hohe Schule? Ja, also inzwischen klappt es ganz gut, aber es ist schon ein relativ langer Weg dann dahin. Was kommt nach der Ausbildung? Nach der Ausbildung gehe ich auf Wanderschaft für 3 Jahre. Okay. Und also das ist eine Möglichkeit, klingt spannend, in Deutschland, Europa, Welt? Ganz genau. Okay, ja. Viel Spaß dabei, spannend. Dankeschön. Und viel Glück mit der Prüfung. Wir gehen einmal rüber zu Tom, denn wenn man sich anguckt, was Tom an filigraner Feinstarbeit leistet mit den vielen, vielen Schuppen eines fantastischen Drachenwesens, dann wird einem genauso schwindelig. Wie viel Arbeit steckt da drin? Ungefähr 60 Stunden habe ich jetzt. Okay. Du hast auch einen ganz eigenen Weg vor, du willst studieren, aber auch etwas sehr Spezielles. Ja, genau. Bildhauerei speziell weiter studieren. Okay. Und in Halle. Und da habe ich auch nächste Woche auch schon einen Aufnahmetermin. Okay. Eine Prüfung muss man schaffen. Genau. Reicht das dann, wenn man so gut ist, oder wollen die noch mehr sehen? Das ist die große Frage. Das ist die Frage, ja. Also ich hoffe mal, dass das ausreicht. Sie wollen natürlich, denke ich mal, noch mehr Anatomie sehen von Menschen und so weiter. Ja. Und da habe ich aber auch Sachen, die ich dann zeigen kann. Okay. Und ja, bin auch schon aufgeregt. Viel Glück dabei. Auf jeden Fall, das sieht schon... Also ich würde dich annehmen, wenn ich so eine Bildhauerschule hätte. So, jetzt müssen wir uns mal ein bisschen leise und langsam annähern, denn was hier passiert... ist keine Fantasie-Galionsfigur für irgendein Piratenschiff, sondern das wird Replike, ne? Schrankverzierung. Das klingt aber jetzt nicht so besonders, wie ich es machen wollte. Aber es geht in den Bereich Restauration, also im Ernstfall wird Lotte dann später Sachen restaurieren, die jetzt Jahrtausende alt irgendwo in Kirchen hängen. Ja, hoffentlich, ja. Restauratorium in Handwerk, klar. Für alle hier sind die Schläge an der Schulbank gezählt. Bald geht es vor die Handwerkskammer, die die Gesellenprüfung abnimmt. Viele verschiedene Pläne, realistische Geschäftsideen und große Träume. Tischler, Zimmermann, Restaurator, Studium oder, was sicherlich die größte Herausforderung wird, die Kunst. Aber auch das kann klappen. Den Beweis gibt's nach Nachrichten und Wetter. Willkommen zurück. Wir haben den Ort gewechselt. Wir sind jetzt in Rügge im Atelier von Tietze Schmuck. Und sie ist eine Absolventin der Schule in Flensburg. Und deswegen wollen wir einmal gucken, was dann aus jemandem wird, wenn er diese Schule erfolgreich hinter sich gebracht hat und sich selbst verwirklicht hat. Kann man so sagen, oder?
Ich bin immer noch dabei, ja. Das war mein Traum, schon mit 17. Zweimal beworben, zweimal nicht genommen. Und den Traum trotzdem im Kopf behalten, aber verbuddelt, andere Ausbildung gemacht, anderes Leben geführt. Irgendwann mich erinnert und mich getraut mit 36, mit den jungen Leuten als alte Oma. Ja, aber dann haben Sie ja gerade auch so einen Rückblick auf diese Ausbildung, die ja ein bisschen differenzierter ist als jetzt ein Schüler, für den das die erste Station ist. Also Sie können wahrscheinlich einschätzen, was Sie da für eine Ausbildung hatten. Also ich finde, die Werkkunstschule in Flensburg ist eine Perle. Also ja. Das ist ein Geschenk, da lernen zu dürfen. Das kann ich jetzt mal sagen, das klingt kitschig, vielleicht auch blöd. Aber ich glaube, das ist vielen nicht bewusst. Das okay. ist so extrem elitär, mit 15 Leuten da zu lernen und in 3 Jahren wirklich vom Relief bis zur ganzen Figur das ganze Programm zu lernen. Das Hauptthema meiner Figuren ist die, sind wir Menschen im Grunde. Ja. Mit einem guten Stand auf der Erde, deswegen haben die große Füße, sind verwachsen mit dem Boden. Aber ein guter Draht zum Himmel hilft auch und darum machen sie sich ein bisschen länger. Okay. Wir sind viel beschäftigt mit schwierigen Themen und leidvollen Gedanken. Manchmal quälen uns unsere, was wir so denken. Und meine Figuren sind Erinnerungen daran, an den Weg daraus. Okay. Deswegen sehen die so positiv aus. Aber Sie brauchten dieses Handwerk. Ja. Sie hatten wahrscheinlich die Kunst im Kopf, aber um das aus dem Baumstamm rauszuholen, muss man ja mal lernen, wie man den Klöpfel schwingt. Man lernt besonders zu gucken, also erstmal die grobe Form. Aber was man erzählen will, das lernt man natürlich nicht da. Nee. Aber wie man das zeigt. Auf jeden Fall sind Sie ein total tolles Beispiel für alle, die dort noch die Werkbank drücken. Vielen Dank, dass wir reingucken durften. Ich danke euch auch. 19:30 Uhr sehen Sie die Kollegen vom Schleswig-Holstein-Magazin. Die freuen sich, wenn Sie wieder einschalten. Bis dahin. Ciao.